Und wenn das klappt, kann ich das sogar noch in ein Video hier jetzt schon packen. Oder was heißt hier, wenn es klappt, ich kann das schon in ein Video packen. Denn ich habe ja eh noch ein bisschen was, was ich da... Yeah! Habe ich jetzt ernsthaft die Zeit liegen gelassen? Ja, mir soll es recht sein. Ja, das geht doch hier wunderbar. Oh nö, okay, so viel zu wunderbar. Aber. Wir lassen uns die Motivation nicht nehmen und rennen gleich wieder los. Okay, das war blöd. Das war blöde. Ah, nochmal dieser Speed-Abschnitt, oder ist das jetzt ein anderer? Ja, das ist ein anderer. Ach, das ist derselbe wie in dem Ringe sammeln. Okay, cool. Und da haben wir schon das Ziel. Gut. Geheimdokument 29 freigespielt. So. Zellen löschen. Damit haben wir jetzt noch 16 Gegenstände. Und ich würde sagen, weil das als nächstes hier auf meiner Liste steht, gehen wir jetzt nach Holoska. Und ihr dürft euch nicht wundern, ich gehe tatsächlich hier in den... Gaia-Tor, über das Gaia-Tor rein, weil in jedem Level fehlt nämlich einer. Ach, war ich tatsächlich in Holoska das letzte Mal? Okay. Ahu! Nun gut, nein, die mittlere Tür ist es. Die mittlere Tür, meine lieben Freunde. So. Hinter dem Iglu am Anfang. Au! Ja, das ist mir... Also dieser Gegenstand, der ist mir so peinlich. Er ist nämlich direkt zu Beginn hier. Ja. Und damit kann ich auch schon direkt wieder einen Cut setzen. Und wir sehen uns dann im zweiten Level. Und da ist der Gegenstand auch schon relativ bald. Und ich sag's mal so. Es ist einer, der leicht zu verfehlen ist. Gut, der da war jetzt auch leicht zu verfehlen. Eigentlich ist jeder Gegenstand leicht zu verfehlen. Also haltet die Fresse. Macht's doch selber, wenn ihr es besser könnt. Hier, holt euch eine Wii oder eine PS2. Und dafür dann Sonic Unleashed. Und dann, ja, zeigt mir, dass ihr es besser könnt. Aber nicht die Xbox 360 oder PS3-Version. Weil die sind anders. Habe ich ja eh auf Twitter gelesen. Es gibt Leute, also, da sind viele Leute einfach fasziniert, wie unterschiedlich doch
ein und dasselbe Spiel sein kann. Und die haben recht, weil die PS3 und Xbox 360 Version von Sonic Unleashed ist im Grunde genommen ein eigenes Spiel. Mit im Vergleich zu dem hier. Zwar mit derselben Handlung, aber dennoch. Und es ist um eine Welt erweitert. Wow, 2:42, neue Rekordzeit. Nun gut. Illustration 34. So, jetzt schalten wir zwei Filmclips frei. Oder spielen diese frei. Das ist, ja. So, jetzt muss ich mal schauen nach den Kletterstangen an der ersten Fackel. Gut. Gut, gut, gut. Der große Gletscher, ach ja, ach toll. Das war eine Stage, die kann unter Umständen schon brutal lang dauern. Ich glaube, ich habe auch der erste Game Over vom gesamten Let's Play. Ja. Und hier ist er auch, wie gesagt, relativ zu Beginn, der Gegenstand. Zack, da rüber. Und hier. Gut, ja. Szene. Filmclip 8 freigespielt, sieh gleich später nach. Nun denn. Jetzt haben wir noch einen Filmclip in Holoska und dann ist Holoska zu 100% abgeschlossen, Freunde. Ja, kein Scheiß. So, der Eistempel, Cool Edge Nachtlevel. Genau, hier ist dann ein so ein Ding. So ein Gegenstand an einem Ort versteckelt. Da wäre ich wirklich in diesem Leben allein nie drauf gekommen. Aber erst einmal hier. Rauf da und zack. Rauf da. Schade, ich hab gehofft, ich könnte eventuell so hochspringen. Und darüber. Genau, das war das soweit. Dann hier die Tür aufwuchten. Au! So, rauf. Das, was du da hinten versteckelt hast, brauche ich nicht. Denn, wie auch sonst so oft, habe ich auch hier bereits einen ultimativen S-Rang. Ha, S-Tier. Und dann, ach nö, muss ich hier Knöpfchen drücken. Dann drücken wir mal hier ein paar Knöpfe. Was haben wir denn hier so zum Beispiel hier, ne? Hey. Also, was haben wir denn hier so? Wir haben einen Türöffnungsknopf. Dann haben wir hier den LOL-HAHAHA-Knopf. Oder DADADADASASAS-Knopf. Und nicht zu vergessen irgendeinen anderen. So, hier oben ist Unleashed. Und dann müssen wir hier zurück. Ja, darauf wäre ich in diesem Leben nie gekommen. Gut, und ihr wisst, was jetzt ansteht. Boah, ich hab trotzdem einen S-Rang geschafft. Nicht schlecht. Okay. So, damit haben wir Filmclip 14 und damit haben wir sowohl Shamar als auch Holoska vollständig abgeschlossen. Zu 100% und jetzt sind es nur noch, boah, 13 Gegenstände. Gut, wir reisen nach Eggmanland. Nach Eggmanland.
Dahin will keiner, der mich kennt. Okay. Erreiche das Ziel unbeschadet und das letzte gegen die Uhr. Nee. 280 Ringe sammeln und auf der Achterbahn. Oh, das ist sogar einfacher. Gut. Ach Gott, das war diese scheiß Mission, ne? Here we go. Ja, genau so. Okay. So mal. Die Teppichkante macht hier dem Stuhl ein bisschen zu schaffen. So. 3, 2, Adir, Frenje. So, genau, hier in dieser Passage. Doch, fick dich! Hallo? Gut. Nein, nicht gut, scheiße. Na, dann wollen wir mal. Gott, das tut so weh. Allein der Gedanke daran tut so weh. Das tut so weh. Schönen guten Tag. 1,